Also ich bin der Bruno Egli, mache hier seit ein paar Jahren Führungen im Brauchtumsmuseum Zünnesch. Und ich habe selber den Plaustrang, um den Leuten manchmal eine Fangfrage zu stellen. Und ich kann sagen, ich gewärtige falsche Vorschläge. Beispielsweise das hier, frage ich einmal den Leuten, was ist da? Und ich warte einmal gerade darauf, bis die Leute sagen, ja, das ist ein Weihwassergefäß. Haha, falsch, wir sind hier im reformierten Osterode. Bei mir, wir haben keine Weihwassergefäß in dem Sinn nicht. Das ist da ein Bettlerkässeli. Angenommen, da ist die Haustür und kommt ein Bettler an die Tür, dass denn der nicht sieht, dass ich dort im selben Buffet hinten Geld versorgt habe. Hat man eben das Kässeli hier. Da hat es all ein bisschen Münze drin. Und je nachdem kann man dem Bettler hier ein paar Batzen aushändigen. Und beide sind zufrieden. Der Bettler hat etwas. Und ich konnte erreichen, dass man nicht ins Haus kommt und nicht sieht, wo ich mein Geld versteckt habe. Ganz klug, eine richtige Win-Win-Situation.